Oh. Wisst ihr, was ich jetzt gemacht habe? Ich habe die Welt wieder ergrünt. Wir haben alle Pflanzen wiederbelebt. Die Welt ist wieder voller Pflanzen. Es ist wieder ein grüner Planet und kein rot-brauner Scheißplanet. Es wächst ein kleines Blümchen. Es wird vom Regen schön gegossen und wächst immer mehr. Und? Und es wächst noch mehr. Oh, es blüht. Oh, ist ja super. Und jetzt scheint was Sonne drauf, das ist gut. Dann geht etwas Wind und ha! Es verteilt Pollen überall. Es vermehrt sich und verteilt sich. Schön. Ha! Und noch mehr. Nee, seine Blüten sind nur verrissen worden. Aber jetzt verteilt sich's und vermehrt sich und macht alles wieder schön und grün. Auch wenn es nur eine Pusteblume ist. Ist egal. Besser als Wüste. Seht den hässlichen roten Kack. Hier. Das ist nicht schön, oder? Und es wird wieder herrlich. Wir machen die Welt zu einem Ort, wo es sich lohnt zu leben. Ach, ist das geil und ergreifend, oder? Oder nicht? Doch, ich find's. Wir haben es geschafft. Seht! Es fallen Blätter. Und was ist aus dem scheiß Lavagebiet geworden, wo wir eben rein sind? Es ist das reinste Paradies geworden. Herrlich. Ach, wie herrlich. Eine Seele. Nett, dass du vorbeikommst. Ah, ein Händler. Haha. Der Sonnenstab, ich weiß nicht. Aber wir haben den schon. Und unsere tolle Rüstung, die haben wir auch schon. Oh, noch eine bessere Rüstung. Super, schützt vor Vergiftungen oder lässt kein Gift durchdringen. Hä? Egal, sie ist besser, ich nehme sie. Tausend Dank, bis zum nächsten Mal. Nee, ich wollte jetzt nicht nochmal kaufen. Speichern tue ich gleich. Erst schauen wir uns mal hier um. Oh, eine Blume. Meg, vielen Dank. Du hast die schönen Blumen wieder zum Blühen gebracht. Die sieht aber cool aus. Schnapp. Cool. Ein Hopf. Ein Bäumchen. Huch, da ist was drin. Huch. Hi. Hallo. Hopf. Oh, ich hab's gegessen. Ups, ich wollte mit ihm reden. Jetzt hab ich's gegessen. Hoppla. Was? Du bist geplatzt. Ups. Und ihr zwei. Das Böse überfiel diese Welt. Land und Leute verschwanden einfach. Du sagst nur dasselbe. Stimmt schon noch. Also was hier jetzt wirklich mal passiert ist, wie die Welt untergeht und die Lebewesen einfach alle verschwinden. Er sagt genau das Gleiche. Früher pulsierte in dieser Welt das Leben. Werden uns Vögel und andere Tiere nie mehr besuchen? Doch, dafür sorge ich schon. Dafür sorge ich schon. Ah, ich find's schön hier. Hier ist cool zum Entspannen. Einfach herrlich. Ein Pilz. Mit noch zwei neuen. Die Schönheit dort heißt Amaryllis. Sie ist eine tolle Sängerin. Madame. Hallo Süßer, bist du nicht unser Retter? Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich dir ein Lied singen. Oh, jetzt. Oh, wirklich ein schönes Lied. Oh, das ist schön entspannt. Und du, geplatzt. Haha. Noch neue Blumen. Auf dem nördlichen Kontinent gab es einst ein Paradies der Vögel. Früher spielten hier oft die Vögel. Und hier ist wieder ein Knubbel. Hi, Knubbel. Hi, Knubbel. Oh, bist du ein süßer Knubbel? Gut, weiter. Der große Baum im Norden ist der Sonnenbaum. Er ist die weiseste Pflanze. Er sah die Entwicklung des Lebens, bevor die Menschen kamen. Der Sonnenbaum möchte dich sprechen. Geh zu ihm. Endlich kommst du, Mick. Ich bin der Ursprung aller Pflanzen des Sonnenlands.
Tief im Inneren der Erde wartete ich seit geraumer Zeit auf deine Ankunft. Die Lebewesen der Oberfläche sind noch immer im Schlaf gefangen. Mick, du musst diese Welt durchwandern. Höre auf die Lebewesen. Pflanzen zeigen dir den Pfad, den du gehen musst. Hier ist ein Geschenk für dich. Es wird dir Heilung bringen. Mick erhält den Flora-Zauber. Olé. Ich glaube, das war der einzige Zauber, den ich ab und zu mal einsetze, weil der heilt. Und wenn man keine Knollen mehr hat oder so, ist das besser als verrecken. Herrlich. Mick, du musst durchwandern, ja. Gut, das wär's dann. Ich speichere hier mal eine schöne Runde und... Geh mal leveln, es ist notwendig, würde ich sagen. Ich hoffe es mal, wenn... Naja, ich hoffe mal, es geht einfach so, dass ich nichts mache, was ihr dann nicht sehen könntet. Also, wir haben es wieder grün. Ich zeige euch noch schnell die Weltkarte. Die wollt ihr sehen, oder? So schön die Weltkarte wieder ergrünt sehen. Hopp und hopp, hopp. Komm raus hier. Ja, haben wir es denn gleich. So. Oh, ist das wieder herrlich. Ja, das ist schön. Das ist schön, das ist schön, das ist schön. Das finde ich super. Hier kann ich noch schnell durchgehen. Giana, du wirst nun nie mehr allein sein. Wir werden immer bei dir sein. Wenn weitere Lebewesen auferstehen, werden sie dir zu Hilfe eilen. Vor dir liegt das einzige Paradies der Vögel. Die Vögel hoffen auch auf deine Hilfe. Also, wen werden wir hier wohl befreien? Worum wird es hier wohl gehen? Das Dilemma der Stachelschweine. Ein Kaktus! Zieh gen Norden. Dort wird deine Hilfe gebraucht. Alles klar, machen wir. Dort wären wir eben nicht weitergekommen, beziehungsweise sind es nicht. Ich war ja schon mal dort, ihr wisst's ja. Weil wir nicht klettern konnten. Und dort war nichts. Paradies der Vögel. Der Vögel, Vögel. Colorado. Was ist dies? Das Sanktum. Oh, nett, dass du vorbeikommst. Viele Knollen im Angebot, ist okay. Welch eine Tragik, Mick. Einst war dieses Land ein Vogelparadies. Hörst du sie? Die Schreie der Vögel vom Trauerfelsen im Norden des Landes. Jemand hat ihnen die Lebensquelle geraubt. Seit Jahren warte ich auf ihre Rückkehr. Und du bist bestimmt der Magier. Ha, willkommen beim Magier. Gut, ich hätte gern hier. So viele gehen, ja. Dankeschön. Alles klar. Speichern wir hier. Nochmal halt. Gut. Jetzt. Dort oben seht ihr es rechts oben, das kleine Ding hier. Hier. Ich zeig's ganz kurz. Gregliff. Das ist unser nächster Dungeon. Und hier werde ich jetzt mal eine Runde leveln. Ich habe keine Ahnung, wie lange. Ich mache einfach mal. Ich schau mal, was rauskommt. Hier sehen wir uns dann nächstes Mal. Auf bald!